Guten Tag, mein Name ist Gorch Pieken. Ich bin der leitende Kurator des Humboldt-Labors und hauptverantwortlich für die Eröffnungsausstellung der Humboldt-Universität im Humboldt-Forum und würde Sie ganz gerne mitnehmen auf einen persönlichen Rundgang durch die Ausstellung. Das Hauptpräsentations- und Diskussionstool der gesamten Ausstellung ist die kinetische Wand, die 25 Meter breit und 5 Meter hoch ist. Der Sprachwissenschaftler Jürgen Trabant hat gesagt, Universität ist im Kern eine wissenschaftliche Gesprächsveranstaltung. Und die zeigen wir hier am Beispiel eines virtuellen Diskurses über das Thema der Ausstellung nach der Natur. Und in dieser Ausstellung geht es um die Wechselwirkung natürlicher und sozialer Systeme, die an die Organisation eines Stoffwechsels erinnert, der aus der Balance geraten ist. Und die weltweiten Umweltzerstörungen sind durch ein globales, anthropogenes, teilweise koloniales Band der Verwüstung miteinander verbunden. Lösungen sind nur aus systemischer Perspektive denkbar, wenn die einzelnen Komponenten des Ganzen zusammengedacht werden. Insbesondere auch die sozialen und politischen Dimensionen der Klimakrise, des Artenschwundes, des Landnutzungswandels, der Ernährungsgerechtigkeit und anderer Fragen. Die ökologische Krise ist aber eng verbunden mit Krisen sozialer und politischer Systeme. So hängen Klimawandel und Globalisierung, Biodiversität und Ungleichheit und Konsum und Nachhaltigkeit auf vielfältige Weise miteinander zusammen. An der Wand kommen auch die beiden Kulturen der Wissenschaften miteinander ins Gespräch, die Naturwissenschaften und die Geisteswissenschaften und zwei Forschungsverbünde. Zum einen das Integrative Forschungsinstitut der Humboldt-Universität zu Transformation von Mensch-Umwelt-Systemen, kurz IRITHESIS, und der Exzellenzcluster Contestations of the Liberal Script, der sich mit den globalen Anfechtungen der Demokratie heute befasst. Die sprechende Wand ist eine dynamische, skulpturale Installation, die aus verschiedenen Schichten besteht. Und fahr- und ausfahrbare Rollos dienen als Entry Points in die Komplexität. Und deutlich wird, dass belastbare Einstiegspunkte in die Probleme nur die Wissenschaft liefert. Deutlich wird aber auch, dass Wissenschaft ein arbeitsteiliges Unterfangen ist und dass wissenschaftliches Wissen nicht im herrschaftsfreien Raum ausgebildet wird. Und darum ist auch hier ganz entscheidend die Frage der Provenienz. Woher kommt die Wissenschaft? Woher kommen ihre Begriffe und ihre Objekte? An das Ende unseres kleinen Rundgangs angekommen, würde ich mich freuen, Ihre Neugier geweckt zu haben und mich noch viel mehr freuen, wenn wir uns hier bald persönlich sehen könnten im Humboldt-Labor der Humboldt-Universität im Humboldt-Forum.